Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cryofall. Mir geht's immer noch nicht so gut. Und ich denke aber jetzt bald wird's wieder. Aber zumindest bin ich jetzt voll gegessen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gegessen sogar. So, produzieren die eigentlich. Die produzieren nur, solange ich hier bin, oder wie? Ach, schade. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen das wie folgt. Entschuldigung. Erstmal das Gift wegtun. So. Okay, wir könnten sogar noch eine Ölraffinerie bauen. Wie ich das sehe, würde das auch komplett ausreichen. Okay. Wir gehen, oder ich gehe jetzt erstmal erstmal Munition sollte ich herstellen. So. So, also, was machen wir jetzt? Erste Tat ist etwas essen. Hier ist noch was. So, das heißt etwas essen. Dörrfleisch haben wir hier auch. Das tun wir. Wie lange hält sich das? 14 Stunden. 3 Tage, perfekt. Step für Step nachdenken. So, Munition herstellen, so viel wir können. 100 Stück, besser als nichts, würde ich sagen. Und dann. Kommt die große Mining Session. Na
80 Themen noch mal gucken. 10 Plastik habe ich nicht mehr, oder? Könnte ich aber herstellen mittlerweile, oder? Welche Tonne, was hier? 5 davon. Ein Kohle. So sieht das doch gut aus. Schießpulver abladen. So. Let's go, würde ich sagen. So, also das Ziel, was ich jetzt habe, ist, ich möchte die bessere Munition herstellen können. Dafür brauche ich 4 Ressourcen. So, und dafür brauche ich 4 Ressourcen, genau. Und die neue Munition, genau. Und vor allen Dingen brauche ich da wieder Kupfer und Eisen. Vor allen Dingen Kupfer fehlt mir viel. Und mit dem neuen Maschine hier wird das natürlich alles ein bisschen effizienter. Das heißt, jetzt wird wieder mal eine große Mining-Session kommen. Eigentlich bräuchte ich so einen zweiten Grinder. Also nicht eigentlich, sondern ich baue einen zweiten davon. Damit erhöhe ich meine Effizienz, zwar auch meinen Energiebedarf, aber den decke ich jetzt. Hoffentlich durch eine zweite Ölraffinerie. Raffinerie? Ja, ich glaube, eine zweite Raffinerie brauche ich. 2, 3, 4. Keine Ahnung, ob die Stahl Spitzhacke diese Session durchhält. Also ich glaube nicht die. Nee, die hält das nicht durch. Ich glaube, die kommt nicht mal. Oh, willst du bis zum nächsten Großen kommen? Das ist die Frage. So. Ich glaube, ich gehe gar nicht weiter nach hinten, weil da unten tut sich das auf jeden Fall nicht.
mit 2% jetzt noch weiter versuchen zu hacken, ist auch irgendwie Nonsens. Kann hier noch ein bisschen Stuff mitnehmen, aber. Ah, guck mal an, zwei Pilze. So. Hier war noch ein Kräuterli, habe ich gesehen. So. Die ist tot, die ist bald tot. Okay. Ach, guck mal an. So. Zehn, ups. Zehn. Zehn. Gut. Stahl habe ich sogar noch ein bisschen. So. Und 40 bitte nochmal. So, zweimal neu. Gut. So, das hätten wir. Tun wir jetzt erstmal hier rein. Chemie. Okay, noch einen Generator würde ich gerne bauen. Der müsste doch Elektrizität.
wie viel Gruppen es waren. Ja, das ist ja eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Kann ich mir aber gerade nicht leisten. So, die Frage ist: Solarpanel, 10 Elektroteile, 20 optische Komponenten. Optisch ist kein Problem. Wie viel bekomme ich da drin? 10 Stück. Also ich brauche 20 Stahl, 50 Lithiumsalze und 100, 200 Glas. Für das. Wie lange lebe ich in der Stromproduktion und extrem wartungsfreundlich? Ja, das ist richtig. Und die elektronischen Komponenten 15. Ein Warenkreuz. Also 100. 150. Lithiumsalze brauche ich für ein Panel, weil 4 sind 600 Lithiumsalze. Naja, sagen wir mal so, das ist ambitioniert. Äußerst ambitioniert. Aber wir können ja auch erstmal klein anfangen und mit dem Motorgenerator, wo uns noch gut 10 Komponenten sind da, die Kabel können wir machen. Jo, Thema Bäume. Wir müssen jetzt erstmal, bevor wir unseren Sprint loslegen, viel Holz weghacken. Sonst bekommen wir das alles hier nicht mehr betrieben. Erstmal 20 Holz hier rein. Was auch noch ein bisschen. Guck mal hier. Jetzt mal hier rein. So. Jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit verschafft. Jo. Ist halt mal der übliche Grind wieder. Da kann ich nichts gegen machen. Das gehört einfach zu diesem Spiel. Ups. Einzige, wo ich was gegen machen kann, ist, wenn ich genug Ressourcen habe. Dass wir in der Nacht mehr sehen. So, Level 10 bringt uns da auch leider nur einen Geschwindigkeitsvorteil. Aber nichts Besonderes. Ich glaube, Level 15 ist wieder was Besonderes. Ich guck mal. Ja. Was besonders Unnötiges. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich glaube, ich kloppe die Axt eh mal kaputt. 9%.
Ich könnte das, was ich gerade gekloppt habe, auch einfach direkt wieder in den Dampferzeuger tun, weil die Produktion gerade da so steil geht. Ja. Grind, grind, grind. Okay. Axt ist Schrott. Weiter geht's mit der neuen. Ich bin froh, wenn ich irgendwann nur noch eine Energiequelle habe. Bin ich ganz ehrlich. Problem ist, ich kann es mir momentan nicht leisten. Schon ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich sagen. So, noch zwei Bäume. So. Sieh mal an. Ich kann auch einfach das noch mal machen. So, und dann hier noch die 50 rein. 100. Und den ganzen Reis ich natürlich. So. Okay, jetzt noch mal bitte einmal alles auffüllen. Hier 5. 1, 2, 3. Okay. Soweit sie gut. Ja, zum Brunnen wollte ich. Gut. So.
Gut, hätten wir auch. Und noch dazu. Gut. Dann geht's mal wieder auf die Piste, einen Rundlauf machen. Bevor ich den Rundlauf aber mache, möchte ich jetzt dich brauche ich. Erstmal eine Einwegbatterie. Dich habe ich 5 Kohle. Und 25 Salz. Und Salz ist noch ein bisschen ungünstig. Und 40 Papier. Oh, es trägt im Zehnerpack. Dann ist das ja gar nicht so teuer. Ist auch nicht gerade preiswert, aber so arschteuer ist es jetzt auch wieder nicht. So, und dann noch den Helm. 80 Helm, 10 Plastik. 10 Eisen. So, als. Ey, als erste Tat. Quatsch. Bitte Leiter, Bahn. 20 Stück. So. So. Chemie. Das hier rein. Plastik. Das. So, jetzt sehen wir auch was. Gut. Ich brauche jetzt gerade das Ding gar nicht. Noch nicht. Chemie bitte. Lass kurz mal gucken, ob das durchgegrindet ist. Das ist gleich durchgegrindet. So, so das kann, das kommt jetzt auch einfach weg, weil ich trinke. Ah, brauche ich ja gar nicht. So, dann noch einmal Gift weg. Gift. Dies, das kann auch noch weg. Und die Steine brauche ich eigentlich auch nicht. So. Weiches Zeug. So. Kurz hier gucken. Oh. So.
So sollte ich es eigentlich machen, weil die Dinger sind arschwichtig. So. So, ab geht's ans meinen. Okay, das ist alles noch okay. Ah, ist das angenehm. Dafür verbrauche ich gerne ein bisschen Blei. Ein bisschen Zeug, was ich sonst noch so. So, ein zweiter Grinder ist das Ziel. Und die Hochöfen sind das Ziel. Ups. Wir brauchen auf jeden Fall einen Generator. Wir brauchen vielleicht auch mal das Update für unseren Claim. Ich weiß gar nicht, brauchen wir noch so viel davon? Ich bin halt ein bisschen am Überlegen, ob ich das nicht skippe. Also gerade brauche ich es eigentlich nicht, aber für die neue Munition werde ich es benötigen. Ah, egal, ich mach's einfach mit. So. So, jetzt sollte es langsam wieder hell werden. Jetzt haben wir aber was hilfreich ist, nämlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf einen Mehrertrag. Und das macht es eigentlich cool. Es macht schon einen Unterschied. Wie man sieht. Also manchmal nicht immer. So, schöner Tag wieder. Kurz mal was trinken. Ups. So, wenn er. Wie schaffe ich es an Gold? Gold. Ach, guck mal an. Das sind hier meine Liebsten. So, den hätten wir auch. So, weiter geht's. Ah,
die Elektroschmelzöfen sind schon. Schon ein Ding. Danke, brauche ich nämlich. Ich glaube, ich baue auch bald ein. Wenn der Benzinreaktor, wenn der Motorgenerator da ist, dann baue ich einen Schmelzofen. Elektroschmelzofen. Ich glaube, das wird vorteilhaft sein. Dann kann ich nämlich das Holz, was ich hacke, direkt in den Dampfgenerator tun. Und muss nicht mehr für jeden Ofen Holz ranschleppen. Gucken wir mal. Wie viel habe ich jetzt eigentlich verloren? 8-12% dafür, dass ich die halbe Nacht rumgelaufen bin. Also so 20% pro Nacht. Ist das ein realistischer Wert? Das hört sich ganz gut an eigentlich. Einzige Problem ist das Salz. Aber das sollte ich mit der Expedition nochmal in die Wüste und vor allen Dingen, wenn ich mehr Glasflaschen herstelle, die ja jetzt auch gar kein Problem mehr sind, weil ich ja Sand in Massen kriege durch das Grinden. Ja, das passt doch eigentlich. Level 15, Chance auf Edelstein. Ja, ist schon nicht uncool. Und schon wieder eine Echse. Oh, wie ich die Dinger hasse. Halten immer so viel aus. So. Ich glaube, ich muss gleich auch mal nach dem hier schon den Rückzug antreten, weil ich habe so ein Gefühl, dass mein Ofen, der Eisen schmilzt, gerade nicht mehr arbeiten wird. Oder ich ignoriere das jetzt erstmal. Ich ignoriere das erstmal. Ich mache meine Runde zu Ende. So, warte, erstmal Technologien wieder freischalten. So. Wofür man auch immer eine Wasserpumpe brauchen sollte. Kabelkupferbehandlung, aber braucht Strom im Betrieb. Ja, Gefrierschrank ist eigentlich ganz okay. Ach komm, jetzt schalten wir auch noch frei. Tut es uns jetzt nicht. Ist das ein neues Werkzeug?
Wenn ein elektronischer Strom zum schnellen Extrahieren von Wasser aus einem Unter... Das war... Das ist also der Ersatz für den Brunnen. Praktisch. Ja, wir gucken jetzt erstmal. Eins nach dem anderen. Wir können ja jetzt kein Wasserpumpen updaten, wenn wir nicht unser Stromnetz im Griff haben. Wenn wir das Stromnetz im Griff haben und genug Ressourcen dafür haben, können wir auch unsere Wassergewinnungsart updaten. Aber die ist eigentlich mir erstmal gar nicht so wichtig. So. Ich würde mal sagen, ich beende mal die heutige Folge. Hier mittendrin im... Komm, warte, wir machen das jetzt noch schnell zu Ende. Weil ich habe wieder mal ein bisschen vergessen, auf die Zeit zu gucken. So, jetzt aber. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal beim Kryo-Vollspielen. Bis dahin, tschüss.